So kurz vorm Hexen-Event, die können wirklich gut verteidigen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten aka Toto. Ja, so kann es laufen und die Folge hat nicht umsonst diesen Namen bekommen. Ich würde gerne einmal auf den CK eingehen. Noch schon mal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Ketes Gruppe, die den letzten CK nicht deutlich, aber sie haben ihn gewonnen. Sie haben gute Angriffe gemacht und ich zeige in dieser Folge einfach mal die epischen Fails, weil auch die sind es mal wert, gezeigt zu werden. Und ich schneide das Ganze ein bisschen zusammen, aber möglichst so, dass wir unerkannt und anonym bleiben. Und dann gucken wir mal, was uns so erwartet. Da haben wir den ersten epischen kleinen Fail auf diese Base. Hat ein RH8, glaube ich, zu Anfang 32% zusammengebracht. Ich meine, 32% sind bei dieser Base wirklich gut für Level 3 Drachen und einem 10er King. Aber was jetzt hier geleistet wird, das, ich will nicht sagen, spottet aller Beschreibung, aber wir gucken uns das Ganze einfach mal an, weil diese Kämpfe gehen dann vor allen Dingen auch nicht lange. Oh, ich muss eben mal den Sound etwas leiser stellen. Das ist doch ein bisschen zu laut. Und die gehen einfach nicht lange. Und dementsprechend kriegen wir sicherlich einiges zusammen hier, dass die ganzen Angriffe alle in der Schlussphase dieses CKs, also diese Angriffe, alles entscheidende Angriffe vor allen Dingen, wo wirklich noch Sterne gemacht werden mussten, und um diese Bases zu schaffen. Und dementsprechend wichtig auch die Angriffe, aber wenn man sie dann so macht, dann wird das irgendwie überhaupt nichts. Ich schüttel gerade den Kopf, und wenn man ja so den Kopf schüttelt, dann ist man ja auch so ein bisschen sprachlos an der Stelle und fragt sich, was hat den Angreifer hier geritten, das ausgerechnet von der Seite zu machen. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, wer sich den Anfang angeguckt hat, wie viel Def da in der Base steht, an diesem einen Punkt, da kannst du eigentlich reinschicken, was du willst, da überlebt nichts. Da muss man irgendwie anders vorgehen, vielleicht von einer ganz anderen Seite kommen. Ja? Also das war schon wirklich krass. Aber wir gucken uns einfach mal den nächsten an. Den Kampf hier haben wir ja ganz zu Anfang schon gesehen, aber wir können uns auch mal ganz anschauen. Was eigentlich noch gut gelungen ist, ist, dass man die Clanburg gelockt hat. Das war in Ordnung. Jetzt muss man natürlich gucken, was kommt denn eigentlich aus der Clanburg? Ja, da kommen so ein paar Hexen raus. 2 Stück nehme ich an der Zahl. Bei Level 3 Hexen, die erzeugen, ich weiß es gar nicht, 8 Skelette, glaube ich, oder 10 Skelette. Müsste ich nachschauen. Und dann muss ich das jetzt leider vorspulen, weil die Queen ja so richtig, wirklich lange für diese Phase hier gebraucht hat. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie viel Truppen der Angreifer jetzt hier unten hat, und eine Walküre da reingeschickt, eine einzige, oder eine Hexe dagegen. Und diese beiden Hexen da vorne wären Geschichte gewesen, aber oder halt den einen Gift ganz anders gesetzt. Wenn man schon sieht, dass da Hexen sind, dann müssen die durch den Gift laufen und nicht die anderen Truppen, weil ne, wir haben es ja schon zu Anfang gesehen, dass sich hier unheimlich lange dran aufgehalten wird, und die Queen kommt da einfach nicht weg. Die schafft es nicht, dort irgendwo Fuß zu fassen. Jetzt kommen die anderen Truppen schon, Adler-Dev schon aktiv. Und immer noch, und immer noch, und immer noch. Jetzt halte ich hier nochmal an. Jetzt gucken wir hier nochmal, wie viel Zeit das jetzt eigentlich gekostet hat, um hier nur diese Clanburg-Truppen zu schaffen. Das, was man jetzt unter Umständen auch nicht versteht, ich meine, hier unten sind die Truppen jetzt auch schon weg, die sollten ja eigentlich so ein bisschen den Rest aufräumen, damit die Walküren Platz haben, um richtig in die Base zu kommen, dass jetzt die Heiler auf den Warden switchen, obwohl der überhaupt nicht angeschlagen war, sondern die ganze Zeit ja die Hexe jetzt Feuer gekriegt hat. Und die armen Walküren können hier natürlich jetzt auch in so einer Base nicht mehr viel reißen, weil die kriegen einfach viel zu viel Feuer, weil nichts weg ist. Und so waren das hier ganz verdiente 0 Sterne. Und weiter geht's. Nächster Angriff auf die 4. Die hatten wir eben schon gesehen, die Base. Ganz ähnliche Taktik, weil wenn man schon mal weiß, wie man reinkommt, dann macht man es seinem Vorgänger so ein bisschen nach, weil man ja weiß, jawohl, hier kriege ich alles gelockt. Gut, alles noch in Ordnung. Aber auch jetzt geht irgendwo das Drama los. Und die Queen kommt jetzt mit Warden und ihren Heilern. Und was jetzt passiert, das wussten wir dann auch erst im Nachgang. Da wurde es einfach verpennt, Queen zu zünden, und die kriegt hier so viel Feuer, so viel Skelette und dann auch noch der Babydrache im Wut. Und jetzt kriegt es auch noch der Warden und danach der King. Aber jetzt kommen die Gegner, jetzt kommen seine Hexen raus und dann geht das Ganze hier mit verminderten Truppen jetzt doch mal endlich in die Base. Ich meine, bis dahin 2%, nicht schlecht, aber jetzt kommen die Prozente rein und vor allen Dingen die Clanburg ist weg, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Nur jetzt sind es echt nicht mehr viel Truppen, der Adler ist die ganze Zeit aktiv und ganz weit weg für die restlichen Truppen. Wir sind jetzt bei 7%. Immerhin lebt der Warden noch. Das ist ja auch schon nicht schlecht. Dann sind die Truppen wenigstens noch so ein bisschen mehr Heal Points und ist aber auch nicht mehr zündbar. Jetzt wird noch versucht zu funneln. Aber was man natürlich hier gar nicht wegkriegt, ist den Adler rechtzeitig wegzukriegen und auch die Infernos wenigstens einen hier zu packen, denn jetzt fangen natürlich die Walküren nicht an, unbedingt in die Mitte zu gehen, sondern die wandern jetzt außenrum, eine Def nach der nächsten. Und weil es auch so viel Feuer natürlich gibt, da ja nun auch nicht mehr so viel Truppen leben, die dort ein bisschen was tanken oder was weggemacht haben, waren das hier auch am Ende, wir müssen mal schauen, ich glaube es waren epische 37%. Und wie gesagt, das alles in der Schlussphase dieses CKs. Dadurch haben wir letztendlich vermutlich verloren, weil uns natürlich die Sterne hier gefehlt haben. Aber es waren auch gute Devs auf der gegnerischen Seite, die dazu geführt haben, dass wir etliche Angriffe halt verballert haben. Wir können hier mal gucken, allein auf die 10 hier haben 4 Leute zwar gewonnen, aber keiner hat den 10er hier gedreiert. Hier waren 3 RH10 drauf und ein RH11. Und trotzdem, und der schwächste RH10, also gerade unser Beginner RH10, hat hier hat gut vorgelegt gehabt. Henk hat nochmal nachgelegt gehabt. Aber davor hat schon Elwa auf diese Base nur mit einem Stern gefehlt. Also eigentlich gehört das auch mit in die Rubrik Fail, weil diese Base hier des Ego hat sage und schreibe einen einzigen X-Bogen auf Level 3 und das war es. Kein Inferno, kein gar nichts. Einfach nur eine Engineering Base mit voll ausgebauter RH10, Dev außer Infernos und halt 2 noch fehlenden X-Bögen. Und wir haben diese Base nicht geschafft und als RH11 mit einem Warden im Nacken und wahrscheinlich der nicht richtig gewählten Taktik und Truppen hat man diese Base einfach nicht auf 3 bekommen. Das gleiche auch bei der 4. Hier sehen wir es auch. Die 4 hat 4 Angriffe auf sich ergehen lassen, hat 3 davon verloren, aber nur mit einem Stern. Und beziehungsweise, das stimmt nicht, entschuldigt, 4 Angriffe über sich ergehen lassen, 3 Defenses davon, 2 haben wir ja nun gesehen. Die letzte Defense war dieses blöde Locken von uns. Ich kann das auch nicht mehr unterstützen, das ist über. Ich meine, wir kämpfen ja Sports oder sagen, wir machen Fair Play. Ich meine, letztendlich ist es nur Locken von Clanburg-Truppen und ja, dann weiß man, was da drin ist, man kann sich drauf einstellen. Ich meine, gerade da hätte dann vielleicht, jetzt muss ich mal gucken, beim Vierer wurde das sogar gemacht, da hätte man vielleicht schon mal sagen können, oh, da sind Hexen drin, da muss ich mir was anderes für einfallen lassen. Und einfach nur durch die Verbaselung von Angriffen wurde hier verloren, denn wir hätten das Ding auch schaukeln können, aber der Gegner hat nochmal gut am Ende gekontert und hat dementsprechend 37, 35 gewonnen. Prozentual hätten wir auch nichts mehr machen können, selbst wenn die letzten Angriffe noch auf 37, 37 gegangen wären. Ich denke mal, da hätten wir nicht mehr gegen anstinken können, gegen die 84,6%. Und so war das hier eigentlich ein, mein Gott, es ist halt ein verlorener Clankrieg. Haken dran, weitermachen, ist halt so. Es werden jetzt wieder Gründe gesucht, warum spielen wir nur diese Kleinen, die verlieren wir immer, unten sind wir immer benachteiligt. Ja, ich glaube unten, wenn wir Achter mitnehmen, kriegen wir grundsätzlich Neuner, weil die Achter natürlich auch schon alle in der Regel, oder ich glaube unten sind alle maxed, haben also alle Truppen, haben die Bases auf Max, bis auf vielleicht ein paar Mauern und sind dann schon von der Gewichtung her relativ hoch im Kriegsranking und kriegen so dementsprechend immer RH9-Gegner. Das hat man jetzt auch wieder gesehen. Ich meine, es fehlen 4 Angriffe, muss man auch so sehen. Wenn da unten 2 Neuner gestanden hätten, die entsprechend ausgesehen hätten, dann wäre das Ganze vielleicht unter Umständen anders gekommen. Dann kann man ja ein bisschen höher rutschen, wenn man die RH9er gut schafft und braucht keinen RH10er auf die RH9er schicken. Aber so war das ein guter Krieg. Hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Und hat natürlich auch Spaß gemacht, die Angriffe zu sehen. Ich habe mich sehr bedeckt gehalten und melde mich eigentlich jetzt das erste Mal nach gut einer Woche wieder ein bisschen mehr zu Wort, weil ich auch viel zu tun hatte, konnte. Und wenn ich dann anfange, irgendwas zu kritisieren, hilfreich zu kritisieren natürlich, bin ja auch kein Überspieler, ich mache ja nur Scheiße, dann ist es natürlich schwer, dort mal so ein paar Sätze mehr zu tippeln, wenn man immer nur so ein bisschen pausenmäßig Zeit hat. Und jetzt habe ich aber heute Abend mal ein bisschen mehr Luft, wollte auch nur die Angriffe zeigen und mache dementsprechend noch eine andere Folge. Ich wurde zu einem Dorfbesuch eingeladen, da muss ich mal sehen, wie ich das einrichte und wie ich das verfilme. Bei mir in der Base unverändert. Ihr könnt das ganz kurz gucken in meinen Attack-Log. Meine letzte Attacke war vor 18 Stunden und meine letzte Defense auch vor 13, also da hat sich nicht viel getan. Ich habe mir jetzt tatsächlich eben noch einen 2-Stunden-Guard gegönnt, weil ich jetzt die Masse jedoch nicht mehr verlieren wollte. Spiele dann noch ein Stündchen, dann erwacht mein King und er geht natürlich gleich wieder schlafen. Also wieder 7 Tage ohne den Dicken und wieder 7 Tage, um das ganze Zeug reinzuschaufeln. Alle anderen Updates mache ich nicht, das heißt, das stimmt nicht. Ihr seht es ja, ich habe auch Gold und Elex voll und ich will die Mauern machen. Das heißt also, wenn wir uns die Mauern hier angucken, ich mache hier diese und diese. Das sind schon mal 2, die mache ich von mir aus von Gold und dann gucke ich mal, ob ich hier weitergehe mit denen von Elex. Aber der innere Ring ist dann schon mal mit Max-Mauern versehen, also Max für RH10. Es gibt ja auf RH11 50 Stück, die man dann noch ein bisschen weiterbringen kann. Aber das war eigentlich jetzt mein Ziel hier, dass ich richtig viel Gold und Elex in die Mauern stecken kann, nämlich 4 Mauern am Stück. Das ist eine gute Sache und das bringt mich sicherlich auch weiter. Alle anderen Sachen laufen. Dann habe ich auch wieder ein paar Tage, ne, nämlich 2 Tage 15, um mir wieder ein bisschen was reinzufahren für die nächste Defense. Und wenn es denn soweit ist, sehen wir uns sicherlich wieder. Wenn es wieder heißt, der Toto clasht.